Und seid weder schwach noch traurig. Ihr werdet siegen, wenn ihr gläubig seid. In der Geschichte existierten Völker, die Allah auslöschte. Er, subhanahu wa ta'ala, hat sie vernichtet. Doch er tat dies nicht ohne Grund. Es waren Völker, die Allah ablehnten, seine Propheten beleidigten und die auf dieser Erde für viel Unheil und Tyrannei verantwortlich waren. Allah berichtet uns davon, wie er den Propheten Hud a.s. zu den Ad entsandte. Sie waren ein mächtiges Volk. So mächtig, dass sie meinten, niemand könne sich ihnen in den Weg stellen. Jedoch befanden sie sich in einem gigantischen Irrtum. Denn es war Allah, der Allmächtige, der sie in ihre Schranken wies. Sie wurden bis auf den Letzten ausgelöscht. Eine ganze Nation. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, was aber die Ad angeht, so wurden sie durch einen heftig wehenden, eiskalten Wind vernichtet. Zur Zeit von Ibrahim a.s. gab es einen weiteren tyrannischen Herrscher, den man unter dem Namen Nimrud kannte. Dieser Feind Allahs behauptete von sich, dass er Gott sei. Wisst ihr, wie Allah ihn vernichtete? Er, subhanahu wa ta'ala, schickte einen Schwarm Mücken, von denen eine in seinen Kopf eindrang. Das Summen der Mücke in seinem Kopf war für ihn so unerträglich, dass er seinem Bediensteten befahl, auf seinen Kopf zu schlagen. Dies tat er so lange, bis Nimrud letztlich erbärmlich starb. Dieser Mann, der meinte Gott zu sein, wurde durch eine mickrige Mücke getötet. Als Allah diese Völker und Personen vernichtete, waren sie am Zenit ihrer Macht. Keine einflussreichen oder großen Nationen, sondern Supermächte. Realistisch gesehen oder an Zahlen gemessen, befanden sich die Propheten in aussichtslosen Situationen. Doch genau darin ist die Lehre für uns. Allah subhanahu wa ta'ala kann uns den Sieg verleihen, auch wenn wir am wenigsten davon ausgehen. Denn genau das war immer der Fall. Für uns bedeutet dies, dass wir niemals verzweifeln und in Pessimismus verfallen dürfen. Dies sind Wörter, die wir aus unserem Wortschatz streichen müssen. Denn diese Einstellung ist dem Islam fremd. Allah der Erhabene spricht, sie wollen gerne Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen. Aber Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Lebensordnung der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle anderen Lebensordnungen zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist.